sehe doch jetzt voll so wie so ein Hämpfling neben ihm aus, oder? Nein. Nee, Bruder, was bringst du auf die Waage? Bestimmt 100 Kilo, oder? Ich nee. Liebe die Sau so scheiße. Das ist der bringt doch locker seine 100 Kilo auf die Waage, der Mann. 96, sag ich, 96. Nee, es ist schon so. Ich habe öfters mal die 1 vorne. Aber gut. Hat auch was Positives, oder? Klar, stabilen Stand. Ist nicht so leicht niedergerungen, den Jiggy. Nee, den Jiggy kriegst du nicht so leicht niedergerungen, sag ich mal. Der eine oder andere Hebel. Also läuft schon, oder was? Ja, okay, ich laufe jetzt. Okay. So, da sind wir wieder. Ich habe kurz die Show gemacht. Jetzt sind wir wieder da. Wie lange war die Show jetzt? Ach, ich habe zackiges Programm gemacht. 2 Stündchen. War aber nice. Ja, hast du gefallen? Also du sitzt hier, du bist immer noch so gut gelaufen. Bist du da nicht irgendwie am Arsch, so nachdem du so abrobst? Das oder? Ist nach 15 Jahren ist das ein Spaziergang. Das ist reine Routine, ja. Das ist der routinierte Boss und er macht aus MCs ruinierte Schmocks. Kann man so unterstreichen. Nee, es hat Spaß gemacht, muss ich sagen, die Hessen endlich mal wieder hier zu sehen. Wir haben ja sonst immer die Frankfurt-Gigs gespielt. Ich habe in Frankfurt ja auch eine riesen Fanbase. Shoutouts an Frankfurt. Leider hat es diesmal nicht geklappt. Aber ich habe auch heute erst von dieser Feindschaft erfahren, die zwischen Offenbach und Frankfurt anscheinend. Ja, die ist brutal, die Feindschaft. Ja. Das wusste ich ja gar nicht. Weißt du, wenn Eintracht gegen, wenn Frankfurt gegen Offenbach spielt, weißt du, was auf den Straßen hier los ist? Ey, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so wie bei uns Köln-Düsseldorf ist. Ja, so mäßig. Ich frag Leute, woher kommst du aus Offenbach? Nee, aus Frankfurt. Nee, ist ein Unterschied. Der andere aus Offenbach. Nee, ich bin aus Frankfurt, nicht Offenbach. Das ist hier auf jeden Fall, die sind richtig krass unterwegs. Okay. Die fahren beide ziemlich krass die Representer-Schiene. So. Da gibt es den einen oder anderen Clinch. Ach, ist doch unnötiger Scheiß, Mann. So, ey, wir haben noch ein paar Zuschauerfragen jetzt mittlerweile. Ja, Mann, wir haben ein paar Fragen. Da läuft das Ganze hier ein bisschen geplanter ab. Und zwar fragt Erich von Hessen, dein Bruder. Oh. Erich, Grüße gehen raus, my friendo. Erich wird am längsten. Erich wird am längsten. Erich, komm und wehr dich. Real Talk, wo siehst du dich in 10 Jahren? Da sehe ich mich im Weißen Haus, wie ich die Alte vom Trump schön im rechten Winkel über die Bettkante stoße. So. Da sehe ich mich in 10 Jahren. Das ist der Real Talk. Ja, ja, sicher. Ja, in 10 Jahren ist das immer noch eine MILF, oder? Ja, klar. Vielleicht eine GILF. Kann man auch noch mitnehmen. Interessante Zuschauerfragen hast du. Das ist ein cool, du hast eine coole Fanbase. Ich habe wirklich eine coole Fanbase. So, hallo, okay. Kein Talk. Achso, braucht ihr irgendwas? Nö, alles klar. Nee, danke, wir haben alles. Okay, alles klar. Erstens. Wenn ich komme, wird das Maul gehalten. Zweitens. Wenn ich komme, wird das Maul gehalten. Drittens. Laber mich nicht voll. Das haben wir doch alle 4 befolgt. Ja, was sagst du, wenn wir schon mal ein Thema sind, was hältst du denn von dem Track? Von wem jetzt? Von dem lieben Cynic. Hat er einen Track rausgebracht? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen. Okay, kommen denn irgendwelche Disses an bestimmte Rapper? Lass mich überlegen, ja, es kommt ein paar Disses, auf jeden Fall. Es werden ein paar Ansagen verteilt auf dem Alpha Gene 2 Album. Und das auch nicht im Modus, in dem man vielleicht auf dem Ponyhof rumreitet, sondern vielleicht eher im Modus, in dem man im Vietnamkrieg gestartet ist, damals in den 60er, 70er Jahren. Also schon brachial. Mit der Brechstange werden die ein oder anderen Beißerchen hier aus dem Mundwinkel rausgebrochen. Klar, es muss ein bisschen was verteilt werden. Klar, ich habe ja auch den Banger drauf auf dem Album, ich habe es heute verkündigt. Er ist auf dem Song drauf, offenes Verdeck, Aschkobar, die Nummer 1 ist auch drauf. Und wir gehen ja nicht zimperlich vor. Also mit Farid und dir ist alles cool. Ja klar, wir sind Best Friends. Da gab es ja auch mal, man hört ja viel und liest viel, ne? Da gab es ja auch mal so von wegen. Ach, so ein Quatsch, Mann. Was Farid angeht, ist bei mir, also ich muss wirklich sagen, mit Farid, habe ich mich mal gestritten mit Farid, vielleicht um die ein oder andere Mutter, wer da zuerst in welches Loch, damals, ja. Aber die Zeiten sind dann lang vorbei. Nee, Farid ist mein Bruder. Grüße an dich, Farid. Und wir haben einen Übersong gemacht. Farid, ich grüße dich auch. Ein Übersong? Willst du da ein bisschen genauer werden oder willst du da nur nicht spoilern? Oder was soll ich darüber sagen? Ich sag mal so, es ist so, das Intro ist... Asche, wie ist das Intro? Ich geh kurz mal Gold und dann bin ich wieder weg. Ich geh kurz noch einmal Gold und dann bin ich auch schon wieder mal weg. Achso, fängt das Alpha-Gen-Intro oder das Intro von Farid Bang an? Von offenes Verdeck, ja. Nein. Das ist 3er-Kollabo. Aschkobar, Farid nicht. Paar Mal Gold, da rauchst du. Schon rauchst du eigentlich wirklich Zigarre oder rauchst du wirklich Zigarre, wenn du da manchmal die Songs aufnimmst? Oder? Ja, ja, ja. Das kommt manchmal so krass halt. Ey, du kriegst es sonst nicht authentisch hin. Du musst schon die, ich geh kurz. Die kubanische dann Gold. Auch am Brennen haben. Mega nice. Was motiviert dich, Musik zu machen? Nicht angreifend gemeint. Ich weiß auch nicht, was daran angreifend sein sollte. Aber was ist deine Motivation? Meine Motivation, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach eine Leidenschaft. Es kommt einfach, man hat den Drang, Musik zu machen, das kennst du von dir selber. Es ist weder das Geld, es ist weder der Fame, es ist weder die Anerkennung, es ist einfach nur der Drang danach, sich auszudrücken in musikalischer Form, um es auf den Punkt zu bringen. Okay. Du hattest noch eine Frage, Mr. Cake.
Ich habe eine Frage, was mit Favorite ist, ob du da Bock hast, was zu sagen? Ich sag mal so, Favorite ist, boah, ich war früher ja echt mit Favorite wirklich sehr, sehr close. Ja. Wir waren richtige Brüder, Mann. Was wir uns für Sessions gegeben haben im Ruhrpott, in allen möglichen Junkie-Buden, Texte geschrieben haben. Ich weiß damals noch, Drawn Together war damals ganz neu. Wir haben uns reingezogen, parallel Texte geschrieben, da hat der gerade sein Album gemacht. Schläge für Hip-Hop mit Hollywood Hank. Beste Album, komplett. Und wer, ja, übertrieben. Komplett. Das war für mich Favorite in Bestform. Ja. Was er da rausgehauen hat, in türkisen Strumpfhosen und türkische U-Boote oder so, das war wirklich Favorite. Ich tauch mit Kanacken auf wie türkische U-Boote. Ja, Mann. Grüße an Faith. Grüße, Faith. Mega nice. Die alte Zeit hat uns halt echt stark verbunden. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Touren miteinander gespielt. Damals in 7 Sitzern unterwegs gewesen. Wir haben das sogenannte Faith-Bett immer gemacht. Das heißt, ich habe mich einfach zum Pennen dann im 7-Sitzer auf Favorites Wampe gelegt. Es war super bequem. Teilweise nicer als jetzt in Nightliner. Aber die Zeiten sind halt vorbei. Und jeder ist so ein bisschen seinen Weg gegangen. Aber uns verbindet immer eine Freundschaft. Nice. Ich hoffe, dass Favorite wirklich nochmal ein Album macht, wo er zeigt, er kann's noch. Ja, ihr hattet ja letztens diesen Backstage-Part, hat er da... Da haben wir so ein spontanes Ding gemacht, ja. Habt ihr das zusammen geschrieben oder hatte der die paar Zeilen und ihr habt gesagt, hey, kicken wir die einfach oder war das... Nee, das haben wir zusammen gemacht, ja. Relativ kurz vor dem Gig auch, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns nochmal hingesetzt und auf den alten Beat da ein bisschen was zusammengetextet. Hat Spaß gemacht, es war echt so der Vibe wie damals ein bisschen. Abnormal geil, also war ich auch Riesenfan. Übertrieben krass. Damals, wir haben geile Songs gemacht. Eigentlich jedes Feature von uns ist für mich zumindest legendär. Ja. Selfmade Endbosse war krass. Hast du ein Favorite? Also ein Favorite von Favorite und dir? Ja, klar, Mann. Wie ist das nochmal? Boss Rap. Ey, ich wusste es. Kopf weg, das Leben ist hart, Junge. Ey, der Typ, der den Benz über drüber, Schüler Benz drüber lenkt, ist es Big Boss, T-O-N-I, Übermensch. Wenn G's hyperventilieren, hat das folgende Grund. Mein Colt in den Mund kombiniert mit Blick auf die goldenen, kunstvoll und detailreich verzierten Kettenanhänger. Ey, ich stoß Battle in den Penner über das Treppengeländer. Bei Buddy Jack wie Running Backs. Auf deinem iPod läuft Ami-Rap von Kanye West bis Tracks vor den Eimsbusch Boys. Es ist der Beste, der reimt auf Deutsch. Alpha-Gene. Ich komme aus Kanada, doch Kids sagen, alter Schwede. Wenn sie sehen, wie Tony mit Hut und Sakko rumläuft. Nutte weg mit dir, ich definiere das Machu-Tum neu. Es ist T-O-N, eloquenter. Hero-Center-Boss. Ey, wenn ich nicht mehr da bin, dann fehlt den Hero-Händlern Stoff. Jetzt bitte ich um etwas Ruhe. Oder die Gun macht Klick-Klack. Die Stepptanzschuhe. Ja, das war wirklich so krass. Das waren die guten Zeiten, Gigi. Was soll ich dir sagen? Das waren wirklich die guten. Also die Leute wissen gar nicht, wovon wir reden. Ja, naja, doch. Die fühlen es komplett. Die paar, die es fühlen, Alter, Grüße gehen raus an euch. Aber wirklich die fettesten. Das war wirklich krass, ey. Naja, JBB, ne? Das wollen auch viele wissen. Ich bin ja auf dem JBB-Kanal. Ja. Oder was heißt, groß geworden, klingt halt komisch so, aber für meine Größe ist es eigentlich so. War das so deine erste Plattform, die du gehabt hast, wo du eine größeren Masse, sagen wir mal, vorgestellt wurdest, ja? Und wie war es für dich? Ja, also du hast ja vorher, du weißt ja, ich hatte auch mal so einen psychischen Knacks, den habe ich immer noch, komm besser damit klar. Und kam halt aus der Klapsmühle und mein Kumpel von mir, Finn Schmidt, beste Grüße gehen raus, hat quasi mich da einfach angemeldet und gesagt, ey, du bist krass, du könntest das Ding rocken. So. Ja. Und ich hatte halt Angst, weißt du, so die Höhle des Löwen, ey, die kritisieren mich alle und so, die zerreißen mich. Und dann... Dann hast du wieder, wer ist mein erster Gegner, wer kommt da? Ja, und dann war Entertainment, den kennst du auch. War das direkt dein erster Gegner? Ja, ich bin halt direkt rausgeflogen, der hat halt mega den Hype damals gehabt. So. Ja, Mann. Ich glaube, auch wenn wir beide in der gleichen Größe gestartet, wäre das Battle anders gelaufen. Aber was willst du machen? Ich habe das Video hochgeladen, hat direkt 12.000 Dislikes nach 2 Minuten, so, weil alle seine Fans halt mein Video runtergedrückt haben. So. Ich habe aber alle Runden gesehen von Ente und von dir, es war... Ich will nicht sagen auf Augenhöhe, so vom Gesamtpaket war Ente schon das rundere Ding. Ja, definitiv. Vor allem von seinem Image her und so, das war schon nice, was er da auch aufgebaut hat. Aber du hast auch stabil abgeliefert. Vielen Dank, das bedeutet mir viel. Ich habe mich letztens erst reingezogen, ich habe es damals gar nicht mitbekommen, aber ich habe es so nachgeholt jetzt. Absolut nice, wirklich so. Hier fragt jemand was. Ich frage es einfach, wenn er keinen Bock hat, sagst du einfach keinen Bock. So, Geissituation. Was sagst du zur Geiss-Situation? Boah, ich hab da gar keinen Überblick mehr. Wirst du weiter dagegen vorgehen und fandest du die Line selbst zu hart? Boah, Alter, Geiss. Ich hab so viel Gerichtsverfahren am Hals momentan. Mehr als ich Goldketten am Hals. Du hast das Strafgesetzbuch von A bis Z durch. Ja,
Die Geißens, Alter. Ich habe ja immer gesagt, es geht mit der Geißberg ab wie der Ziegenpeter. Ich weiß gar nicht, wie viel ich den mittlerweile schulde für diese ganzen Eskapaden und Beleidigungen. Aber ist ja kurzfrei. Aber ich sag mal so, es wird nicht weniger, wenn Alpha GT2 rauskommt. Ja, Kunstfreiheit ist ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, greift die Kunstfreiheit so weit? Oder gibt's da nicht, ich meine, wenn kommt ich jetzt... Kommt drauf an, wie gut deine Anwälte sind. Aber wenn ich jetzt gezielt eine Person disse und die wirklich auf künstlerischer und lyrischer Ebene echt gut niederringe, dann kann ja keiner mehr sagen, das ist Kunst, weil wenn ich die komplett beleidige... Ja, es gibt so Grauzonen, und dann gibt es auch so ein paar Sachen, die darfst du dir eigentlich nicht erlauben, da kannst du zumindest juristisch angegriffen werden. Ich sagte jetzt als Jurist zum Beispiel unwahre Tatsachenbehauptungen, wie in dem Fall von dem Flairtrack, No Name, wenn er sagt, deine Kinder sind nicht von dir, aber de facto ist nur ein Kind nicht leiblich von ihm, dann ist das eine unwahre Tatsachenbehauptung. Da kannst du anwaltlich gegen vorgehen. Aber es ist halt immer auch so eine, ja, es ist so eine Grauzone, es ist ein bisschen Spielraum. Es hängt auch immer davon ab, wie viel gibst du dem entscheidenden Richter hinter verschlossenen Türen bar auf die Kralle, wie letztendlich das Urteil ausfällt. Was hältst du vom Flairdiss, wenn wir schon mal im Thema sind? Fandst du den? Ich muss mal sagen, ich genieße das ja auch mal, ein Beef mir anzuschauen aus Zuschauerperspektive. Und das sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Ich glaube, das Ding ist ja noch nicht zu Ende. Aber der Track war nicht schlecht. Jetzt nur als Track gesehen, ohne jetzt eine Position zu beziehen in diesem Battle. Ja, die beiden verbindet natürlich auch eine Vergangenheit. Es ist immer schwierig, da sich eine Meinung zu bilden. Die kennen sich von klein auf, so, weißt du? Was willst du da sagen? Aber es ist schon. Mein Ding ist ja durch mit beiden. Ich bin mit Flair mittlerweile cool. Ich habe schon auf Monument gerappt. Wir haben einen guten Draht, bin stark. Und auch mit Bushido, die Sache ist auch durch, es ist alles durch, Mann. Ich gönne mir das jetzt hier, ich hau mein Alpha Gene 2 raus, dann lehne ich mich zurück vor dem Kamin und gib mir das einfach so und genieße die Show. Noch ein Zwiegespräch, vielleicht. Ja, vielleicht noch ein Zwiegespräch mit Maschkova. Ja. Na, was geht denn eigentlich bei dir? Bei mir ist alles gut, du siehst, wir sind auf Tour, alles läuft gut. Ich freue mich mit dem Boss die ganze Zeit unterwegs zu sein. Nächstes Jahr kommt mein Album. Was war das für ein Gefühl, als er gesagt hat, ey, ich sign dich? Überraschend, aber auch erfreulich. Ich war sehr stolz. Er ist nun mal der beste Rapper in Deutschland, der erfolgreichste Rapper in Deutschland. Und auch, er ist ein Rapper. Er ist jetzt nicht irgendwie eine Hype-Figur oder wie auch immer, er ist ein Rapper. Mhm. Und ich bin auch Rapper und deswegen hat mich sehr stolz gemacht. Das glaube ich. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ja, also, ja, auf jeden Fall. So, wie hast du ihm die Nachricht überbracht? Oder wie kam das? Habt ihr telefoniert? Oder? Ja, Mann, wir haben telefoniert. Es war damals, ich glaube, vor 2 Jahren war das ungefähr. Ja. Ich war im Urlaub gewesen, Sommerurlaub in der Türkei. Und ich glaube, Alim hat mich auf dich aufmerksam gemacht damals. Ja. Unser Bratan. Schöne Grüße an Alim. Bratan. Ja, werde ich nie vergessen. Moin, grüß dich. Und ich habe damals mit mir ein paar Songs reingezogen von ihm. Damals war gerade der Song... Sativa war gerade aktuell, den fand ich nicht schlecht, den habe ich gefeiert, das war so sommerlicher Vibe. Yeah. Dann habe ich mir auch mal reingezogen, was er noch so gemacht hat, dann habe ich Barcodes entdeckt. Barcodes ist ein altes Album von Asche, Straßenrap at its finest, und da hat er mich gehabt. Da habe ich direkt angerufen, komm, wir machen gemeinsame Sache. Ja, manchmal stimmt die Chemie einfach zwischen zwei Menschen, weil Asche auch eine ähnliche Historie hat. Er hat, glaube ich, im selben Zeitraum angefangen zu rappen wie ich. Dieselben Phasen durchlebt, alles mitverfolgt, und das ist bei dir ja genauso. Wir kommen aus einer Zeit, das kannst du den Leuten nicht erklären, die einfach 10, 15 Jahre später geboren sind. Entweder du warst dabei oder du warst nicht dabei, und dementsprechend ist auch dein Verständnis von Rap ein anderes als das von jüngeren Leuten, teilweise. Uns verbindet es auf jeden Fall, wir sind so ein bisschen alte Schule, aber auch, ja, Asche ist ein bisschen jünger als ich. Er hat immer noch auch so einen ganz anderen Ansatz an Rap als ich. Wenn man sich gegenseitig inspirieren kann, das ist auch passiert bei Alpha Gene 2 und auch bei Asches Album, was ja eigentlich schon fertig ist. Mhm. Also wir haben hier eine Bombe parat. Und wann kommt die raus? Das ist die Frage. Das ist ja, halt, woran hängt's? Nix. Lass den Boss erstmal Alpha Gene 2 machen, okay. Dann starten wir. Wir machen Schritt für Schritt. Und was Asche gemacht hat mit seinem Album ist zeitlose Kunst. Das heißt, es läuft nicht weg. Aber ich kann echt sagen, wir haben was in der Hinterhand. Und du bist auch drauf vertreten mit Features, oder? Ja, hundertprozentig. Safe, Bro. Krass, Alter. Ich sag dir einfach für Freunde des harten Raps, die sich wieder wünschen, dass Rap wieder hart wird, dass Rap wieder aggressiv ist, dass Rap wieder wirklich Rap ist, dass es atmosphärisch ist. Das Album hat einen roten Faden, es ist atmosphärisch, es hat
wirklich Vibe. Nicht, wo man sagt, dass jeder Song so Single gestaltet ist, dass man sagt, Hauptsache jeder Song knallt. Mhm. Sondern es hat wirklich einen Vibe, einen düsteren Vibe. Genau so ist das Album. Okay, habt ihr schon einen Albumtitel? Oder hast du schon ein Album? Natürlich. Willst du den verraten? Oder natürlich ist noch? Nicht. Nee, spoilern wir natürlich, nicht. Natürlich nicht. Okay, nein, Fragen kostet nichts. Ja, vielleicht. Kommt alles noch. Wenn wir schon bei Alben sind, wenn dich jetzt jemand fragt, wenn ich dich frage, ey, was ist deiner Meinung nach dein bestes Album? Eins von den Zuhälter-Tapes. Ich kann mich schwer entscheiden, aber es wechselt auch immer so ein bisschen. Aber ich glaube, Zuhälter-Tape 1. Ja. Ja, aber ja, weil. Weißt du warum? Weißt du warum? Weil auf fucking Zuhälter-Tape 1 war noch kein einziger deeper Song und es wurde auf alles geschissen, es wurde einfach nur rasiert. Wir haben gestern noch drüber gesprochen. Gestern, ne, weißt du noch? Ja. Ich muss mal irgendwann den Zuhälter-Tape 5 machen, Alter, mit dieser Kompromisslosigkeit. Muss. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und das hast du zu Hause ganz alleine recorded, zu Hause, ne? Hast du ganz alleine recorded? Ja, mit dem berühmten 15-Euro-Mic aus dem Mediamarkt. Damals war ja wirklich auch so der Standard von Equipment, was man hatte. Das war ja absolut amateurhaft. Und ich habe versucht, mit Cool Edit da rauszuholen, was geht, mit der Mische einfach ein bisschen rumgedrückt. Das war komplett amateurhaft. Aber guck mal, was du damit erreicht hast. Aber es war halt komplett auch self-made. Und wie bist du denn damit umgegangen, als du auf einmal so gemerkt hast, von wegen, ey, die Leute finden das genauso krass wie ich oder vielleicht finden sie es noch krasser. Also ich bin ein wortgewandter Typ so, aber ich könnte nicht beschreiben, wie krass ich das fand, als ich das erste Mal zu Tape 1 gehört habe. Ey, danke für die Anerkennung auf jeden Fall. Ich habe selber genauso gefeiert. Und ich wusste auch damals schon, gut, ich wusste nicht, ob es erfolgreich wird. Aber ich wusste, es gibt Leute, die peilen es. Wie viele das am Ende sein würden, das war mir nicht klar. Und dass es so viel werden, wie es dann mal irgendwann auf dem Peak war, 2014 mit dem King-Album, das hätte ich mir niemals erträumt. Und da bin ich sehr dankbar für. War das ein erfolgreiches Album? Ja, das war, guck mal, das war dreifach Gold. Das ist eine Marke, die wahrscheinlich nie wieder jemand erreichen wird. Das ist, mehr geht nicht. Und das mit so einem Rap zu erreichen, ist eigentlich komplett absurd. Wie sind deine Familie, wenn du es beantworten willst, damit umgegangen, als sie so gemerkt haben, ey, du hast voll Erfolg damit, das auf einmal, du bist erfolgreich, du triffst auf Anklang. Die sind auch stolz wie Bolle. Meine Mutter war sehr stolz, mein Stiefvater hat gesagt, ja, wir haben mal Zeit, warum nicht früher? Und mein Papa ist auch stolz. Ey, die freuen sich alle. Schöne Grüße gehen raus an alle. Grüße an meine Familie. Boah, da grüße ich mit. Ihr habt alles richtig gemacht. Schlechte Zeiten haben dir geholfen, ein geiles Album zu produzieren. Ja, oder? Auf jeden Fall. Ich finde, schlechte Zeiten sind echt gut dafür, wenn man echt Musik machen will, die zeitlos ist. Ja? Wenn man einfach mal so 2, 3, 4 Songs rausballern will, die einfach für sich stehen. Mhm. Ich meine, du kannst immer einen Punchline-Song machen. Du kannst immer den nächsten, keine Ahnung, 100 Bars Punchline-Song machen. Das geht mir von der Hand, das fließt mir so zu. Ich weiß nicht, woher es kommt. Aber schlechte Zeiten bringen halt nochmal echt so Mehrwert, es bringt doch Gefühle rein, es bringt einfach teilweise eine Epicness mit rein. Die kann so nicht entstehen, die kann nicht am Reißbrett entstehen, die kann nicht durch Kalkulation entstehen. Das entsteht einfach nur aus dem Gefühl und da brauchst du einfach den Struggle. Und das ist für mich auch Rap. So ist Alpha Gene 1 entstanden und auch Alpha Gene 2. Ja. Eine ähnliche Situation, ja. Du musst dir überlegen, früher hat er nichts, macht Alpha Gene 1. Mhm. Jetzt hat er so eine Situation gehabt, wo das Gefühl herrscht, alle sind gegen mich. Und deswegen kam Alpha Gene 2. Und das ist der gleiche Vibe, eigentlich der ähnliche Vibe, weil es geht nicht um Geld, es geht um gar nichts, es geht einfach um den Vibe, um das Gefühl, wieder alles zu zerreißen. Und so ist das entstanden. Und ich sag dir, Bruder, ein würdiger Nachfolger. Naja, safe. Ich würd's tot feiern. Wirst du sehen. Also ich hab lang, es gibt kaum Deutschrapper, die ich so wirklich so komplett feier. So. Bei mir ist es SSEO. Was hältst du von SSEO? Saustabiles Album. Bester Mann. Hast du? Bammer Album gemacht. Also, Grüße gehen raus an Zio. Grüße gehen raus. Ich hab's mir letztens reingezogen. Leider nur 13 Songs. Ich hätte mir gerne noch 4, 5 Songs mit. Hast du die ersten beiden Alben auch gehört? Ja, klar. Bumsen. Guck mal, das erste Album war das Beste. Ist fast bei jedem Künstler so. Ja, aber das ist wirklich, ja, Mann. Ja, da geht einfach so jeder Track. Das ist ja, dieses. Safe. Aber, ey, das neue Album ist unhatebar. Für mich wirklich bis jetzt eins der schönsten Alben dieses Jahr. Ja, nice. Weil ich aber auch so ein Lyrik-Fan bin. Ja, aber auch so, er ist halt auch ein geiler Reimer, ne? Das traut man ihm gar nicht zu, aber er hat auch seine Reimtechnik nochmal abgesteppt. Ja, mit seinen Betonungen, die er da immer so selber
er hatte, glaube ich, auf dem ersten Album echt eine schöne Reimqualität. Dann auf dem zweiten ist es so ein bisschen abgeflacht teilweise. Hier und da mal ein kleiner Zweckreim drinne. Aber das Neue ist durch die Bank weg. Einfach nur, kannst nicht sehen. Ist geil. Ich muss mir anhören. Oder? Hab ich gehört? Hab nicht gehört, aber ich muss mir anhören. Mach es. Ja? Ich find's auch komplett einzigartig. Es ist Serious Killer. Kann man nichts sagen. Ja. Inwiefern beeinflusst dich dein Reichtum in deiner Kunst? Überhaupt gar nicht. Wieso nicht in der Scheiß Reichtum? Naja, vielleicht denkst du, ich habe ja eh alles in Anführungszeichen, ich knall da irgendein Album hin, die kaufen es schon, vielleicht so. Boah, nee, Mann, ich habe die Kunst nie wegen dem Geld gemacht. Sonst hätte ich keine Reise nach Palästina gemacht, durch die mir 3 Millionen durch die Lappen gegangen sind. Sonst hätte ich mich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt und hier einen auf ich verteidige die Kunstfreiheit gemacht. Ich bin ja nicht blöd, ich weiß, was das für Konsequenzen hat. Ich habe damals in der Palästina-Doku schon gesagt, ich werde mir damit extrem schaden, karrieretechnisch. Jetzt kann man es hautnah miterleben, sozusagen. Und das war mir immer vollkommen Latte. Mann, ich habe Zeiten gehabt, da habe ich so viel Geld gehabt und dann habe ich Zeiten gehabt, da habe ich gar nichts zu fressen gehabt. Darauf kommt es nicht an im Leben, das kommt und das geht. Und du kannst es manchmal gar nicht beeinflussen. Manchmal machst du einen Move, ich habe vor 3 Jahren einen Move gemacht, den hat keine Sau mitbekommen und ich habe dadurch mehr Geld verdient als mit Rap. Und dann habe ich vor 1 Jahr einen Move gemacht, da habe ich die Hälfte davon wieder verloren. Kriegt keine Sau mit. Aber Rap mache ich nicht wegen Geld. Und das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch niemals tun. Ja, das so entsteht halt auch diese Qualität. Das Herzblut halt. Das darf nicht der Ansatz sein. Da blutet mir manchmal das Herz, wenn ich sehe Release Friday und 10 von 50 Songs heißen Money. Mega geile, ja, aber wie gehst du da mit der heutigen Thematik um, die in den ganzen Tracks so behandelt wird? Das ist nur noch um Statussymbole, Magnum. Nee, Quatsch, das ist nur noch um Statussymbole. Guck mal, manche Leute sagen, die Single-Auswahl hätte anders sein können, warum ist das nicht mehr Alpha gehen und so weiter. Du siehst doch an einem Künstler wie Kollega, dass er sich nicht beeinflussen lässt von anderen Leuten oder von Fans, sondern das macht, was er fühlt. Und nicht das macht, was die Masse hören will. Weil es gibt ja 90% der Künstler heutzutage, die einfach das machen, was die Masse will und dementsprechend auf diesen Strom mitschwimmen. Mhm. Und dann so klingen, wie die Leute es wollen, damit die ihre Likes oder ihre Fans gewinnen oder ja, sag ich mal, das ist dann Business. Das ist dann Business. Ja. Aber keine Kunst. Keine Kunst. Und ein Künstler macht es ja im Endeffekt aus, dass er das macht, was er fühlt, was er ausdrücken will und einen Fick drauf gibt. Was die Leute denken. Du kannst auch keine langjährige Karriere oder eine Legacy aufbauen, wenn du danach gehst, was wollen jetzt die Fans hören, ja. Weil dann machst du immer nur dasselbe. So, ich habe Alben gemacht, die wurden zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskamen, komplett gehatet. Birger Heinz wurde gehatet, wurde nicht gekauft. Boss Aura wird tot gehatet. San Diego wurde im Internet zerrissen, dass er danach mit viel Kraft und viel Talent und viel Skills sich wieder hochgearbeitet hat. Und heutzutage gelten diese Alben als Klassiker. Ich weiß, wie das ist mit der Kunst. Die brauchen manchmal ein paar Jahre. Und ich gehe immer davon aus, dass es die Leute überhaupt nicht peilen, wenn ich ein Album rausbringe. Es sei denn vielleicht bei dem JBG3. Da weißt du ungefähr, da triffst du genau das, was die Leute hören wollen. Aber bei einem Solo-Album, egal ob es ein Nachfolger ist oder ob es ein neues Album ist wie Monument oder Imperator, ich weiß, es wird am Anfang nicht so gefeiert, wie es in 2, 3, 4, 5 Jahren ist. Es braucht immer so ein bisschen meine Musik. Und mein Ansatz war nie, dass ich den Leuten gefalle, sondern mein Ansatz war, das zu machen, was mir meine musikalischen Eier sagen. Ja. Ich mache die Musik in erster Linie für mich. Immer noch. Und das ist schön, wenn man sich das erlauben kann, wenn man auch nicht auf das Geld angewiesen ist. Ich weiß, viele junge Leute, die sehen auch einfach eine Möglichkeit darin, mit Rap Geld zu verdienen und gehen mit dem Ansatz da rein. Hauptsache Pada. Aber das Ganze musst du auch mal so betrachten, dadurch, dass es sowas gibt und dass es auch diese Streaming-Zeit jetzt ist, floriert einfach der ganze Markt. Und wenn du dich umschaust, findest du auch immer wieder Sachen, die dich ansprechen. Es gibt so viele verschiedene Rapper mittlerweile, die aktiv sind. Und ich bin gar keiner, der rumjammert, oh, das geht alles nur um Oberflächlichkeiten oder um das und das und das. Ich war selber mal so. Ich habe auch nur über Dollarbills, die ich im Stripclub rumwerfe, gerappt oder über Bitches Oberflächlichkeit. Mittlerweile, ich bin 35, ich bin nicht mehr der ich mit 20 oder mit 19 war. Und ich gönne den jungen Leuten jeden Erfolg. Ich finde das geil, dass Rap so groß geworden ist, dass
dass man damit Geld verdienen kann, dass man sich damit aus der Scheiße ziehen kann. Ich weiß, da gehört immer viel Fleiß dazu. Ich respektiere jeden, der sich den Arsch aufreißt und versucht, eine Karriere aufzubauen. Egal, was für Musik der macht. Ich bin gar kein Hater. Und ich sehe es immer, ja, ich versuche immer, das Glas halb voll zu sehen, statt halb leer. Und wenn du dich umschaust, das ist der Punkt, findest du immer auch was, was dich anspricht, weil einfach der ganze Markt viel stabiler geworden ist. Im Großen und Ganzen muss man stolz sein, was wir Deutschrapper auf die Beine gestellt haben in den letzten 15 Jahren, weil ich habe angefangen, da war Deutschrap eine Nische und es gab vielleicht 2, 3, 4 Acts, die damit Geld verdient haben und der Rest hat es nur gemacht aus Idealismus. Die Leute sind damals von Stadt zu Stadt vor 50 Leuten auftreten gefahren, Freestyle-Battles gemacht. Es war eine ganz andere Zeit. Es wurde aufgebaut aus dem Nix. Mhm. Und wo wir heute angelangt sind, dass es die Popkultur überhaupt ist, dass es so Mainstream geworden ist, das ist ein Verdienst von vielen, vielen Leuten. Und jeder auf seine Art und Weise. Der eine so, der andere so. Aber im Großen und Ganzen bin ich hier mittlerweile wirklich auf dem Film, dass ich stolz bin, was als Gesamtes aus Deutschrap geworden ist. Ja, und es geht immer weiter nach vorne. Interessante Ansicht. Wirklich wahr. Wenn wir jetzt schon bei den ganzen Rappern sind, ne? Wenn du so ein paar Jugendvorbilder aufzählen müsstest. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es differenzieren möchtest zwischen Ami und Deutsch oder ob du das alles irgendwie in einen Topf schmeißen kannst. Oder mich interessiert halt auch Ami, weil ich unfassbar viel Ami-Rap gehört habe und heute eigentlich auch immer noch diesen Ami-Rap von früher höre, so, ne? Mhm. Diese Klassiker. Also von mir aus kannst du es gerne irgendwie separieren. Ich bin groß geworden mit Ami-Rap. Das war damals Snoop Dogg, Tupac, Mitte der 90er Jahre. Killer Cam kam dann irgendwann die Dipset-Ära, genau, da haben Centino, Pillard, Snagger haben halt auch diesen Style aufgegriffen und uns sogar noch geiler ins Deutsche transferiert als die Ami-Originale. Fandst du Snagger und Pillard geil? Ja klar, totgefeiert damals. Die linke und rechte Hand Gottes? Natürlich. Ach, nochmal. Das sind legendäre Tapes. Gar keine Frage. Krass. Die kannst du dir immer noch geben. Auf jeden Fall. Genauso aber auch Centino. Centino's Way. Ey, das ist alle so krass. Tapes. Das ist so krass. Das ist wirklich so. Ja, das ist wirklich so. Deswegen feiere ich wahrscheinlich Stein Rap auch so. Weil ja. Du die gleiche Scheiße gehört hast oder den gleichen Shit gehört hast. Das sind auch Tapes, die kann ich immer noch auswendig. Centino's Way. Krass. Ja. Da war viel mit Kid Cobra oder so. Also, weil Kid Cobra war da auch mit drauf. Und ja, so. Genau. Krass. Feiere ich auch komplett. Noch das, oh, eine mega interessante Frage, weil ich ihn auch komplett gefeiert habe, auch wegen seiner Geschichte, weil er auch viel durchgemacht hat und auch das in seine Texte gelegt hat. Mr. Schissmann, CHISS, hast ein Feature, wer sind diese G's oder wer ist dieser? Der Zigarrenrauch, die Zigarrenrauchwolke impliziert, das ist Mr. Schissmann. Oder der war doch sogar auf Zuhälter-Tape. Ey Schissmann, gib die Skimaske her, ich bin Street-Atmosphäre, wie Diebler-Konzerte. Hab ich eine Hommagenline übrigens auf Alpha Gene 2 drauf. Gib die Halloween-Maske her, Kid, ich bring Ghetto-Street-Atmosphäre, wie Public Enemy-Knast-Konzerte. Und so weiter und so fort. So kleine Hommagenzeilen hier und da eingebaut. Hast du Kontakt zu Schissmann? Nee, also, Schissmann, ich weiß nicht, was mit dem ist. Schissmann, wenn du das siehst, meld dich mal. Das würde mich auch, also das fand ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht abgestürzt ist, was ich natürlich überhaupt nicht wünsche. Das letzte Mal, wo ich Mr. Schissmann gesehen habe, wann war das gewesen? 2008, auf irgendeiner kleinen Tour, irgendeine Self-Me-Tour. Wir haben immer diese kleinen Touren gespielt zu so diesen Samplern, wo insgesamt vielleicht 3000 Leute kamen oder so und ich habe dann irgendwann die Abrechnung gekriegt, 1.100 Euro für die ganze Tour und da war ich mit Schissmann unterwegs und Schimmel auf der Reeperbahn damals. Die Story kann man nicht erzählen, aber ich weiß noch, Schissmann hat sich durchaus pimphaft verhalten. Okay, ich glaube, wir verstehen das alle. Jo, Bro, ich bin gleich voll. Ja, also von mir, also ich könnte noch ewig weiter labern, also wenn wir... Ich könnte auch noch ewig quatschen, Alter. Ist richtig nice, mal mit einem alten Hip-Hop-Head wie dem Jiggy zu quatschen. Wir haben jetzt kaum noch Akku, wir machen noch eine Frage. Eine Frage, boah, die muss ja jetzt besonders sein. Hast du nicht noch irgendwas, was du gerne erzählen würdest? Oder gibt's da etwas? Ich meine, ich würde dir sollen die letzten Worte gehören. So. Du kannst da gerne... Ich meine, weil die Frage, das wird jetzt bestimmt eine random Frage und vielleicht ist die gar komm, nicht... Komm, wir machen irgendeine jetzt. Okay, dann sag mal stopp. Nein, Jiggy, sag mal du eine Frage, die dich wirklich persönlich sehr stark interessiert. Eine von dir, nicht mehr von den Fans. Die Frage ist eigentlich, bei mir ist es immer so, weil ich selber ein Mensch bin, der sehr schnell an seine Stressgrenzen kommt. Ne? Mhm. Wie hältst du oder wie ziehst du durch, hat mir vorher schon kurz angeteasert, wenn,
wenn Gegenwind kommt oder wenn du merkst, dir steigt das alles über den Kopf hinaus, dieser Druck wird zu viel. Wie schaffst du es, an deinem Ziel festzuhalten und zu sagen, ey, ich weiß, was ich kann, ich glaube daran, ich habe zwar Angst, dass es vielleicht nicht klappt, ich nehme an, du hast bestimmt auch mal, hast ja auch gesagt, so, du wusstest ja nicht, dass es diese Größe annimmt. Wie gehst du mit Angstsituationen um? Wenn du merkst, ey, das ist die erste Frage, die mir jetzt so einfällt, das ist eigentlich viel zu persönlich, aber das würde mich wirklich interessieren, weil an dem Punkt bin ich oft, weißt du. Wovor hast du denn Angst? Vom Scheitern? Ja, Mann. Übertrieben. Also ich habe immer Angst zu scheitern. Ich weiß, was in mir steckt und ich habe auch immer so diese Angst, dass niemand sieht, wie krass ich eigentlich auch rappen kann beispielsweise. Sondern dass es immer in diesem kleinen Kreis bleibt, weißt du? Ja. Dass nie die große Masse sieht, Alter, der geht... Für mich, ich bin nicht... Du weißt ja, mit diesen Rapper-Egos, man denkt immer vielleicht noch eine Schippe mehr, dass man krass ist. Mhm. Und ich halte mich wirklich für einen krassen Rapper, so definitiv. Und auch für krasser als viele. Und meine Angst ist, dass ich nie es schaffe, dieses Potenzial an den Mann zu bringen. Dass die Leute checken, ah, Bro, der ist krass. Und dass ich irgendwann scheitere, dass es irgendwann vielleicht mit YouTube nicht mehr läuft, mit Twitch nicht mehr läuft. Dass ich mir vielleicht in 5 Jahren sage, hätte ich vor 5 Jahren mal mehr gemacht. Das ist meine Angst, die ich habe. Dass ich denke, oh, vielleicht hättest du mehr machen müssen. So. Vielleicht hättest du nicht FIFA zocken wollen, 3 Stunden. Hättest du dich an deinen Mac gesetzt, Beat gebaut, Text geschrieben, Video gemacht. Wofür machst du denn den Rap? Den Rap? Was ist dein Ziel damit? Mein Ziel, das gibt mehrere Ziele. Natürlich ist Rap auch entstanden aus einem Gefühl. Es ist erstmal aus dem Gefühl entstanden. Du bist keiner, der angefangen hat wegen Geld, wegen Reichweite. Du bist in der Zeit, die wir jetzt haben, wo Social Media so groß und so vielfältig ist wie noch nie, bist du schnell in der Falle, wo du dich vergleichst mit anderen, wo alles nur nach Zahlen gemessen wird. Es wird alles nur nach Zahlen gemessen. Aber Zahlen sagen nichts aus. Guck mal, ein Picasso oder ein Salvador Dalí, die waren zu ihrer Lebzeit keine anerkannten Künstler. Viele Schriftsteller nicht. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Ui. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausendfüßler. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf, trotzdem Scheren in der Optik. Und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Es gibt viele Schriftsteller, die zur Lebenszeit Bücher rausgebracht haben, die heutzutage als absolute Klassiker gelten oder als große Werke der Menschheitsgeschichte, die aber zu der Zeit, wo sie gelebt haben, total verschmäht worden sind. Machiavelli auch. Auch so. Sehr viele, sehr viele. Ja, ganz, ganz viele Künstler, gerade in der Malerei ist es so, dass der Ruhm erst posthum kommt, ja, postmortem. Aber dann wird es auch große Kunst. Der Ansatz muss immer sein, Kunst zu erschaffen, nicht damit Geld zu verdienen. Du musst dich da komplett frei machen. Du darfst dich nicht mit anderen vergleichen. Mach dir deine Welt. Setz die Scheuklappen auf. Kümmere dich nicht um links und rechts. Welcher YouTuber hat mehr Abonnenten? Mhm. Oder wer hat mehr Likes? Mach dein Ding. Ich kann dir das aus einer dritten Perspektive sagen, weil der Shit, den du machst, der ist authentisch, der ist cool. Und es gibt Leute, die feiern das. Und selbst wenn es nicht 100.000 oder 1 Million Leute sind, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Weil die Leute, die dich feiern, die feiern dich dafür, was du bist. Weil du gibst dich so, wie du bist. Du spielst keine Rolle. Ja, nice. Wenn ich dich sehe in einem Video, dann bist du derselbe, der jetzt neben mir sitzt. Du bist der Mensch, Jiggy. Geil. Du offenbarst teilweise deine Seele den Leuten in einem Real Talk Video, wo du dich in den Wald setzt und die Leute fühlen das. Ja, krass, hast du sogar auch gesehen. Du kannst jetzt einen Song machen über Paralila, Money, Benz und Rowley und das werden auch viele fühlen, aber das bist nicht du. Das ist viel mehr wert als Geld. Guck mal, Geld kommt, Geld geht. Geld macht nicht glücklich. Das sage ich dir aus Erfahrung, wirklich. Geld und Reichweite, das macht nicht glücklich. Was dich glücklich macht, ist 2 Leute oder 3 Leute, die dich feiern als Mensch. Die das feiern, die das fühlen, was du machst. Musikalisch oder auch vor der Kamera, wenn du einfach redest. Du musst ja dem des Wertes bewusst sein.
Wie viel hast du jetzt mittlerweile Abonnenten? 71.000. 71 fucking 1000 Leute. Ja. Stell dir das mal vor, das sind zwei Stadien voll. Ja, ja. Das sind zwei Stadien voll Menschen, die sich das geben, was du einfach so daherlaberst in einem Twitch-Stream. Das bist du, ungefiltert. Ja. Dich feiern 71.000 Leute als Mensch. Das ist so viel mehr wert als alles Geld, was du damit verdienen kannst. Oder irgendwelche Zahlen. Das ist eine Riesenfalle heutzutage, diese Social Media. Das ist wirklich diese Vergleichen und so. Also erstmal vergleich dich nicht mit den Leuten. Erstmal für diese Worte. Das ist auch klar nicht so, dass ich. Mein Antrieb ist nicht das Geld, sondern für mich ist das Geld, was mir die Freiheit beschert. Eltern stolz macht. Geld, das ich Freunden von früher sagen kann: guck mal, jetzt verdiene ich auf der Couch mein Geld, wenn du es so nennen möchtest. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß. Diese Freiheit, diese Sorge, dass irgendwie. Ich meine. Es ist manchmal ein Paradoxon. Wir sind alles Jungs, die mal angefangen haben und auch immer im Hinterkopf haben, wir wollen unsere Eltern stolz machen, wir wollen die Mama stolz machen. Asches Mutter oder Asches Vater haben gesagt, rap nicht, das ist nichts. Aber Asche hat es trotzdem gemacht. Hätte er von Anfang an so gehandelt, dass er seinen Eltern recht macht und dass die Mama stolz ist, dann hätte er vielleicht eine Ausbildung gemacht oder ein Studium oder Abitur. Aber er hat das gemacht, was seine Eier ihm sagen. Du bist am Ende, wie Asche schön sagt, Asche von Goethe hat es in einem Zitat. Jeder Mensch ist sein eigener Mensch. Jeder Mensch ist sein eigener Mensch. Aber hinter diesem Satz steckt tatsächlich viel mehr Wahrheitsgehalt, als auf den ersten Blick so erkennbar ist. Du stehst für dich, du musst es niemandem recht machen. Auch nicht deinen Eltern. Du bist niemandem was schuldig. Bei mir war es so, auch meine Eltern haben das nicht so ganz gepeilt, was ich da mache. Auch meine Mutter hat sich Sorgen gemacht. Bringt das was? Kann der Junge irgendwann davon leben? Was macht er da? Oh, der Text ist nicht so nice. Bis heute. Wenn meine Mutter einen Zeitungsartikel liest, denkst du, einer Mutter verpasst sowas nicht einen Stich? Wenn ihr Sohn auf der Bildtitelseite steht und mit der Überschrift Dumm und Dümmer, das verpasst meine Mutter einen Stich. So. Trotzdem ist meine Mutter übertrieben stolz. Mhm. Übertrieben. Und ich sag dir eins, die Eltern sind nicht stolz darauf, wenn du Diplom XY oder Summe XY auf dem Konto hast. Die Eltern sind stolz, wenn du das machst, was dich selber erfüllt. Und das machst du gerade schon. Und deine Eltern werden das hundertprozentig feiern. Mach dir nicht so viel Kopf darüber, über die Meinung von anderen. Guck mal selber in den Spiegel, guck dir in deine Augen und sei mal zufrieden mit dir selber, weil du bist ein einzigartiger Mensch. Du bist ein Individuum. Nice, Alter. Das wird, darauf kommt es an. Ich bin zu emotional für so einen Talk, ohne Spaß, aber das bedeutet aber mir auch... Aber das ist die Wahrheit, Gigi. Das ist die absolute Wahrheit. Dein Glück hängt nicht davon ab, was andere Leute von dir sagen. Ob dich einer feiert oder nicht. Alter, mich haben die Leute gefeiert, mich haben die Leute gehatet. Ich habe ein Hoch und Runter. Aber es tangiert mich relativ wenig. Klar hast du immer so ein bisschen mal so einen Abfuck, wenn es geballt kommt. Und denkst dir, boah, jetzt aber erst recht. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich in den Spiegel gucke, ich weiß, wer ich bin. Ich habe es im Marvin California Interview mal gesagt. Um 3 Uhr nachts weißt du, wer du bist, wenn du ganz alleine bist. Und mit diesem Gefühl versuche ich durch den ganzen Tag zu gehen. Ich kriege so viel Einfluss von links und rechts. Der eine kritisiert, der eine zweifelt, der andere verurteilt, der andere feiert. Mhm. Aber ich muss selber feiern, was ich muss. Ich muss selber dahinter stehen. Ich muss hinter meinen Prinzipien stehen. Du hast ja irgendwann als erwachsener Mann eine Reihe von Prinzipien, mit denen du durchs Leben gehst. Die haben dich so geformt. Dem musst du einfach nur treu bleiben. Dann wirst du auch glücklich sein. Dann ist völlig egal. Und dann kommt alles irgendwann von ganz alleine. Vielen Dank. Ich kann wirklich gar nicht, also ich werde so lange an diesem Tag zerren und da immer mit einem lächelnden Gesicht darauf zurückblicken, weil es mir wirklich viel bedeutet hat hier. Der ganze Tag ohne Spaß mit dir, mit AK, mit Asche, mit Timmy, Philipp, sorry, ein kleiner Lacher muss auch noch sein. Timmy genommen. Also ohne Spaß, ich habe mich unfassbar gut hier aufgehoben gefühlt. Korrekt, es war mega gastfreundlich, es war familiär. Korrekt. Ein absolut ehrenvoller Tag für mich, wirklich. Sehr, sehr geil. Danke. Wir wünschen dir echt alles Gute, man muss alles richtig. Du bist auf dem richtigen Weg. Man. Danke. Ja, wir alles gut. Supportet den Jigi. Ja. Abonniert seinen Kanal, checkt die Musik von ihm ab. Sehr guter Junge. Und du bist immer unser Gast. Vielen Dank, Kolle. Absolut geil war's heute. Woohoo! Freunde, ein absolut krasser Tag für mich geht zu Ende. Es war unfassbar geil hier mit den ganzen Jungs, mit Kollega. Einfach komplett ehrenhaft. Und ich danke dir dafür einfach nur. Hat uns sehr gefreut, Gigi. Ich gebe dir noch was mit auf den Weg für deine Fans da draußen. Die Alpha Premium Box haben wir schon vorgestellt, die kannst du verlosen.
Die kann ich verlosen, Alter. Das ist halt echt mega nice. Und wir haben auch noch eine Deluxe-Box, die war, ich glaube, nach einer Woche schon ausverkauft damals gewesen. Komm, die hauen wir jetzt einmal nochmal raus. Die Leute wissen ja immer noch nicht, was da drin ist. Ich spoiler den Shit jetzt hier einmal. So, die wiegt alleine 30 Kilo locker. Ist auch ein bisschen größer. Ich mach's im Schnelldurchlauf. Shirt. Kette ist drin. Album ist drin. Ghetto Glamour EP ist drin. Lyric-Buch ist drin. Das ist halt echt unfassbar nice, Alter. Das ist doch geil, oder? Also, nee, wirklich, das ist unfassbar nice, Alter. Das ist mega, mega nice. Ey, da hockst du dich gemütlich hin und liest einfach. Das mit. Riecht auch wie so ein neues Comic. Geil, Alter. Kennst du diesen Comic-Geruch noch? Ja, du kennst es so, auch noch, wenn so ein Comic auch. Und damit das nächste Jahr für euch auch erfolgreich wird, bosshaftes Jahr, habe ich einen kleinen Kalender designt. Hier, mit epischen Punchlines. Ja, mit Punchlines oder mit Motivationssprüchen? Nee, mit wirklich Punchlines? Nee, mit Punchlines, ja. Und die bringen dich so ein bisschen durch den Alltag und geben dir ein bisschen Kraft. Schmerz ist Lappenhaftigkeit, die den Körper verlässt. Ich habe ja schon einiges an epischen Motivationslines gebracht. Und das soll euch schön durchs Jahr 2020 bringen. Ist drinne und das war es immer noch nicht ganz. Denn wir haben noch was ganz Besonderes. Da habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt, bin nach Kuba gereist. Und hab die Jungs mal ein bisschen über die Plantagen gescheucht und dabei ist das hier rausgekommen. Das ist ein Hybrid aus einer Zigarre und einem Parfum. Alter, das hab ich noch nie gesehen. So. Das riecht nach Boss. Was sagst du zum Duft? Bosshaft. Das ist der Alphagel-Duft. Der Alphagel, nice. So, mit meinem Antlitz natürlich auch hier auf der Banderole. Sehr hochqualitativ. Viele Pheromone auch drin, ne? Und ich weiß gar nicht, nee, ist ja immer noch was drin, hört ja gar nicht auf. Was haben wir hier noch? Ist es ein Poster? Es ist ein Poster. Eins. Ein Bild von einem Mann, immer noch. Immer noch ein Bild von einem Mann, das habt ihr auch drin. Hängt es euch an die Wand oder schenkt es eurer Liebsten. Die wird sich auch drüber freuen. Also, die Deluxe-Box und die Premium-Box werden hier verlost. Mega nice. Da ist noch ein Poster. Da ist noch ein Poster. Ich glaube, da ist wirklich noch was drin. Was hab ich denn da wieder gemacht, Alter? Hast dich mal wieder breitschlagen lassen, wie Teig machen. Wir gönnen ja wie gemacht. Und hier ist das andere Poster. Das kannst du dir auch noch an die Wand klatschen, so. So, und da hast du schön neu tapeziert. Und mit dieser Kombi kann dann nächstes Jahr nichts mehr schief gehen. Und das kann ich jetzt verlosen, ne? Verlos das an deine Jungs. Und wie meinst du machen? Was sollen die machen? Wer gewinnt mal, das Ganze? Ich wer gewinnt so, die Premium, wer gewinnt die Deluxe-Box? Die Leute, die dich abonniert haben, die sind Punchline-affin. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, dass in da der ein oder andere Punchline-Schreiber da sich befindet. Ah ja, dann sollen sie mal jetzt mal selber was schreiben, statt immer nur rumzumeckern. Das war mir jetzt zu plump, es war mir jetzt nicht um fünf Ecken, das waren nur vier. Schreibt mal selber was. Also die, ich würde sagen, die beste Punchline in den Kommentaren. Nice Idee. Zwei Punchlines. Eine gewinnt die Premium-Box, eine gewinnt die Deluxe-Box. Und die beste Punchline rappst du dann auf deinem nächsten Song ein, als Hommage an denjenigen, der es geschrieben hat. Ja, das kommt ja richtig geil. So, aber wollen wir das so machen, dass ich das entscheide, oder wollen wir, wer die meisten Likes hat unter den Kommentaren? Lass die Leute es entscheiden, die haben doch Ahnung. Also Likes. Der die meisten Likes hat. Finde ich auch gut, damit ich nicht der Depp vorne bin. Okay, nice, Freunde. Geile Sache, Alter. Geile Sache. Stabil. Strengt euch an. Ich lese mir es auch durch. Die ist unterschrieben. Du musst sie noch unterschreiben. Die sind beide noch unterschrieben. Original jetzt von Kollegah dem Boss. Absolut nice. Da müssen wir die auch noch aufmachen. So, Asche schreibt auch noch drauf. Hat hier jemand mehr Fingernägel als ich? Absolut krank, wie der Chapo. Wie hast du die Zeile eigentlich gemeint? Weil er krank ist, weil er so der größte Drogenlord ist? Ja, deswegen. Ah, okay, verstehe. Er hat auch so viele Leute umgebracht. Ja, ja, das ist krass. Okay, alles drin, Freunde. Ey, jetzt mal ohne Spaß, Leute. Haltet euch, ich weiß nicht, welche Kamera ich gucken soll, die laufen zwei. Haltet euch auf jeden Fall ran, das ist auf jeden Fall mega krass, Alter. Wie gesagt, liked euren Kommentar nach oben. Der mit den meisten Likes, ich bin raus, ne? Ich lese nur die Likes und der mit den meisten gewinnt. Einmal die, der mit den, wirklich mit den allermeisten gewinnt hier die Deluxe. Und die Premium ist immer noch eine Deluxe. Und die gewinnt der Zweitbeste. Ich lese mir das auch durch, lese mir die Kommentare durch. Und wünsche euch viel Erfolg, Freunde der Sonne und der guten Unterhaltung. Und jetzt sind wir raus, oder? Endlich auch mal raus. Gehst du jetzt im Tourbus schlafen, oder was machst du denn jetzt? Nee, mach noch die Nacht durch. Oder, Asche? Ja, mach mal durch, morgen schlafen wir 20 Minuten, dann gehen wir wieder zum Gegner. Ja, kleines Powernap, kurz vorm Aufwachen. Ein bisschen Fitness zwischendrin.
Ja, ein paar Liegestütze. Okay, also, Gigi, es hat viel mich Erfolg, unfassbar gefreut. Vielen Dank. Es war ein geiler Tag. Asche, mega nice. Mega, ja, zieh dir meine Reaction rein. Ja, Mann. Nehmt sie nicht, kriegt sie nicht in den falschen Hals. Nee, die war gut, die war gut. Okay, absolut geil. Wir sind raus, Freunde. Danke für diesen tollen Tag, Mann. Peace.